So, meine Damen und Herren, heute spielen wir die unbesiegbare Riesenmatte bei Yu-Gi-Oh! The Duelist. Irgendwie so ähnlich. Nach einem Sieg gegen ZK war Yu-Gi-Oh! Verwirrt. Ein Paket von Maximilian Pegasus, dem Schöpfer und Duel-Monster zu erhalten. In der Box ein Videoband, Yu-Gi-Oh! Legt Siegerseite in den Videorekorder und Pegasus' Gesicht taucht auf dem Bildschirm auf. Grüße, kleiner Yu-Gi-Oh! Ich bin Maximilian Pegasus. Ich bin ein paar furchtbar interessante Dinge über dich gehört. Dein eindrucksvoller Sieg über Seto Kaiba fasziniert mich so sehr, dass ich mich beschlossen habe, einen erstaunlichen Duellierfähigkeiten persönlich zu untersuchen. Hier und jetzt werden wir ein besonderes Duell haben. Plötzlich erstallte eine seltsame und geheimnisvolle Magie die Zeit, so dass niemand sich bewegen konnte außer Yugi. Dunkle Dimension, in dem wir uns befinden, ist als Schattenreich bekannt. Der mystische Ort, an dem unglaubliche Monster beschworen werden können und das Unmögliche durchaus möglich ist. Dann sag mir, Yugi, glaubst du daran, es gibt die Magie der Karten? Weißt du das denn nicht? Du hast das Spiel erfunden. Was ist, wenn ich dir sage, dass ich das nicht habe? Hä? In den antiken Zeiten nannten die Ägypter das Spiel des Schatten. Das Schattenspiel. Starke Pharaonen wurden mystische Duelle in einer der anderen Dimensionen halten, so wie wir es jetzt tun. Doch statt Karten kämpften sie mit echten Monstern und echter Magie. Die magischen Kämpfe waren so mächtig, dass die Ägypter unter die Kontrolle über sie verloren und fast die ganze Welt zerstörten. Das ist eine gute Geschichte, aber diese Monster können nicht echt sein. Die Monster sind sehr echt und auch so gefährlich. Yugi Junge. Du bist wirklich sehr unterhaltsam. Dein finsterer Blick und Grinsen so trotzig und doch hilflos. Und so völlig unwissend von der Kraft deines Millennium Puzzles. Yugi sah nach unten auf das Millennium Puzzle, das er am Hals trug. Die Kraft meines Puzzles. Vor 5000 Jahren schloss ein mächtiger Pharao die Magie des Schattenspiels in 7 mystischen Millennium Gegenstände. 7 Gegenstände, sagst du, mein Puzzle ist eins davon, ja, das stimmt. Das kann in die Zukunft sehen, das weiß ich, hier ist der Pharao drin und das zeigt irgendeine Richtung an. Aber ich weiß nicht mehr von was, also den Rest müssen wir nochmal gucken. Ja, und es hatte mystische Energie in sich. Verschlossen. Magie, die dein Leben für immer verändern könnte. Wenn du nun wüsstest, was sie entfesselt. Als die beiden sich duellierten, schien es so, als ob Pegasus jede Bewegung von Yugi wüsste, bevor er es tat. Trotz eines Nachteils versammelte Yugi all seine Fähigkeiten und hatte fast gewonnen, aber Yugi lief die Zeit davon, als das Zeitlimit überschritten war. Genau, die hatten ein Zeitlimit gehabt und Yugi hat dadurch verloren. Ich habe das Maß seines Talentes heute gesehen, Yugimoto. Wir werden uns nächstes Mal duellieren, wenn wir für deutlich höhere Einsätze spielen. Ich bin fertig mit deinem Spielchen. Du vermutest, ich werde dir eine Wahl in der Sache geben, aber mache ich nicht. Ich besitze auch eins der 7 Gegenstände, das allmächtige Millenniumsauge. Ach genau, er das. Genau, damit kann er gucken, was... Das ist richtig, Junge. Ich werde dir die wahre Ausmachung meiner Magie zeigen. Ich habe festgestellt, dass ich mit dem richtigen Anreiz jeder zum Spielen gebracht werden kann. Das Millenniumsauge attackiert und stahl Großvaters Seele. Yugi konnte nur ersetzt zuschauen. Yugi, Großvater! Wir werden uns wieder duellieren, Yugi. Und sonst willst du die Seele... Wie sonst willst du die Seele deines Großvaters zurückgewinnen? Yugi hatte keine andere Wahl, als an Pegasus Duelist Kind im Turnier teilzunehmen, damit er seines Großvaters Seele zurückbekommen könnte. Beim Duelist Kind wurde jeder Duellant 2 Sternschip gegeben, die er einsetzen konnte, um gegen andere Duellanten auf der Insel zu kämpfen. Wer auch immer 10 Sternschips gewonnen hatte, erhielt Eintritt zum Turnierfinale, wo sich der Hauptpreis von 3 Millionen Dollar und die Chance, sich gegen Pegasus zu lieren, war. Für sein erstes Duell musste Yugi gegen Hinterlisten Weevil Underwood antreten. Ein Duellant, das es mit ein bisschen Geschichte hatte.
Während der Fahrt mit einem Schiff zum Duelisten Kingdom nahm Weevil Yugis kostbare Xuya-Karten und warf sie in den Ozean. Als Yugi Weevil auf der Insel sah, jagte er ihm nach in den Wald. Er hat so eine quietschige Stimme gehabt. Herzlich willkommen, sagt sagt die Spinne zur Fliege. Du folgst wohl direkt in meine Falle. Es ist Zeit, dass du die Zerstörung meiner Xuya-Karten bezahlst, Weevil. Du kannst nicht die Vergangenheit ruhen lassen. Weevil, es ist Zeit herauszufinden, ob du so gut bist, wie du im Weglaufen bist. Bin einfach weggelaufen oder habe ich dich geschickt in mein Netz gelockt? Zeit für ein Duell! Wir nehmen natürlich das geschichtliche Deck. Ich werde natürlich das auch noch so machen, dass ich einmal mein Deck, was ich selber zusammenstelle, auch mal benutze. So, und Vive ist, so wie man das jetzt schon rausbekommen hat, ein Typ, der mit Dings kämpft, mit, wie sagen wir es gleich? Warum habe ich zweimal Ödland? Das wird sich schon herausfinden. Ich setze diese Karte und aktiviere den Effekt von Ödland. Das ganze Feld wird zum Ödland. Wenn diese Karte aktiviert wird, heißt es aber gerade noch. Okay. Ich bin in meinem Zug. Ja, also Weevil ist dieser Insektentyp, hat viel, eigentlich nur Insektentypen. So, er hat jetzt Angriffsmodus. Was habe ich denn hier schönes? 1200. Der hat 1200. Dinosaurier, Zombies und Wels. Ich setze diese Karte verdeckt. Oh, mein Husten. Ich habe irgendwas im Hals. So, ich habe jetzt auch schon Glück gehabt und durfte... Okay. Ich darf mir jetzt eine Karte hier aussuchen. Kurubi ist eigentlich gar nicht mehr so dämlich. Aber wir müssen mal gucken. Er hat jetzt 2000, glaube ich. So, und glaube ich... Fels hat ja auch noch mal hier einen Bonus. Deswegen nehmen wir ihn. Oh, Vorphase, was kriege ich hier? Ich kriege einen wilden Kobold, okay. Jetzt muss ich noch mal gucken. Zombie, ja genau, Fels. Und Attack und Defense, okay. Naja, angreifen bringt mir nicht viel. Angreifen bringt mir nicht viel, dadurch, dass es gleiche Punktzahl hat. Und damit bin ich schon den Zug. Also es ist jetzt eigentlich wieder so ein Hin und Her. Das habe ich jetzt auch in einem Livestream gehabt. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr welchen. Oh nee, diese Killerbiene. Ah, okay. Man bekommt hier die ganze Zeit Eigenschaft und so. Unterwelt. Beschwörer. Nehmen dafür den hier als Tribut und greifen mit dem Herr Kuvin Totenkopf. Die Karte habe ich auch damals gehabt. In Battlephase greifen wir seine kleinen Dings hier an. Und da kommt natürlich Wabu. Was macht die gleich nochmal? Du hältst in diesem Spiel zu keinem Kampfschaden. Oh, ja, okay. War's. Vor allem, ich merke auch durch diese Geschichte, die am Anfang ist, ist... Mal, war klar. So, sowas sind klar. Wir setzen den Verteidigungsmodus. Und wir werden mal angreifen, damit hier seine Karten nach und nach weggehen. Nein, ich habe Endphase gemacht. Ich habe nicht Battlephase gemacht. Nein, das ist gar nicht... Oh.
Na klar, jetzt geht er natürlich in den Angriffsmodus, so. Keine Chance aber durchzukommen. Losen 2005. Ungeheuer. Unterweltler. Damit könnte man jedenfalls eine Karte zerstören, kriegt aber dann selber noch Schaden. Weil dann würde ich nämlich den Menschenfresser angreifen. Ja, machen wir so. Wir beschwören den Menschenfresser. Ein wilder Kolbert und greifen den Menschenfresser so an. Menschenfresser Kiwi. Dings. Hätte ich bloß vorhin angegriffen. So, 800 Schaden. Gehen die zweite Main-Phase. Kann ich die Karte? Nee, kann ich nicht. Okay. Und dann gehen wir hier rein. Ach, warum hat denn der mit der Karte angegriffen? Wo mit der 405er? Oder? Warum wir sind... Oh, jetzt... Ja, worum geht denn jetzt in Verteidigungsmodus? Ich kann doch eh nicht machen. Drachenfluch. Beschwören wir mal. Nehmen die mystische Elfe als... Ne, Abfahr nicht, die als Tribut. Und greife damit sein süßes Insekt hier an. Und damit bin ich mein Zug. Ich finde es geil, auch im Livestream zu spielen, wenn irgendwelche Leute Landform was, sodass ich ihnen eine Landform aussuchen. Ach nein. Ja, schön. Jetzt kriegen seine ganzen Dinger jetzt bei 100 plus. So, warte mal, was habe ich denn als Fusionskarten? Sonniger und Drachenfluch. Okay. Da brauche ich jetzt eigentlich noch den zornigen Ritter. Ich setze diese Karte. Setze diese Karte, den Effekt aktivieren, die Zauberkarten werden zerstört. Und dann kann ich meine aber nochmal beschwören hier. Dann ist wieder das ganze Land so. Auch wenn es mir jetzt gerade nichts bringt. Und wir gucken sein neues Monster an mit Defense 2000. Okay, passiert nichts. Ende damit mein Zug. Also brauche ich noch Gaia, dann kann ich fusionieren. Das erstmal im ganzen Spiel, glaube ich. Warum hat denn jetzt Schaden bekommen? Nein, ich brauche doch die Karte. Brauche die doch dann später für Gaia zum Opfern. Hä? Was macht die Karte denn? Müssen wir nochmal durch... Was? Ich möchte die Karte eigentlich nicht mehr haben. Er wird zwar am Anfang verlieren, aber es ist mir auch gerade egal, also... So, und dann greife ich seinen kleinen Misty-Käfer hier an. Wenn es geil wäre, seine verdeckten Karten anzugreifen. Damit beende ich meinen Zug. Jetzt müsste er ja wieder Schaden bekommen. Oh ja, Wohltäter, warum auch nicht. Okay. Ich krieg keine Karte mehr raus. Da ist Gaia. Kann ich nicht so aktivieren? Das geht so. Oh nice. Ich habe gedacht, ich muss sie aufdecken. Und aus Gaia und Drachenfluch wird's. Drachenmeister Gaia. In Angriffsmodus natürlich. Und damit greife ich sein kleines Insektchen da drüben an. Und gehe damit in die Endphase. Oh. Es ist natürlich fraglich gewesen, ob ich noch den Dings hier unten noch setzen hätte können. Und den Silber fangen. Ich sehe, es wird eine lange Runde. Obwohl, so lange wird es auch nicht. Ich beschwöre ihn jetzt einfach hier. Ich werde einfach mal hier seine Monster nach und nach angreifen.
Weil irgendwas hat er doch bestimmt vorgehabt. Oh, da ist ein Effekt. Eine Karte nachziehen. Oder Karte aussuchen, okay. Wir gehen natürlich in die Endphase. So, spätestens in 3 Runden noch. Alter. Nein! Nein! Der mit seinen scheiß Menschenfresser, Käfer. Für ihn brauche ich ja 2 Opfer. Wenn ich... Monster von... Oh, fuck. Hey, warum kann ich dich angreifen? Warum kann ich nicht angreifen? Ach, seine Lichtschwerter! So, wenn er meine Zauberkarte jetzt nicht zerstören kann. Hat er echt ein Problem. Ja, ich kann hier nichts machen. So. Zug ändern. So. Nochmal Endphase. Ich kann nichts machen. So, und seine letzten 50 HP, LP. Und dann ist er down. Ich will jetzt einfach mal die, ich würde gerne mal wissen, was als nächstes kommen würde als Karten. Wieder ja. Bringt mir eh nichts. Aber okay. So. Zeigen wir mal, was wir drauf haben. Bringt uns, wie gesagt, eh nichts. Aber... Er hat verloren. So sehen sie aus. Schalalala. Er hat schon wieder dieses Lichtschwert offen gehabt. Es ist vorbei, ich habe gewonnen. Nein, unmöglich, meine Monster sind unschlagbar. Ah. Neuer Kartenpreis, große Motte. Geil. Und dann würde ich sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt mir nicht einen Daumen nach unten, schreibt mir in die Kommentare, ob euch der ganze Part gefallen hat oder auch nicht. Nächstes Mal sehen wir uns bei der Harpie wieder. Harpien-Schwester 3 Stück. Wer kennt die noch? Und dann bis zum nächsten Mal, sagt er mir so Wort. Ciao, ciao.